Hallo, uns hat eine Nachricht von einem Ubuntu-Umsteiger erreicht, indem er uns gefragt hat, wo denn in Ubuntu das Programm Formel von OpenOffice sei. Wir haben ihm darauf geschrieben, wir machen ein Video, weil wir nämlich wissen, was das Problem ist. In Ubuntu ist OpenOffice das freie Büroprogramm, haben wir übrigens auch eine eigene Serie dazu. Standardgemäß in jeder Distribution normalerweise immer mit installiert. Zu finden unter Anwendungen, Büro. Und hier haben wir dann OpenOffice Präsentation, Tabellenkalkulation und die Textverarbeitung. Unser Formel fehlt jetzt hier. Anscheinend ist es nicht da. Stimmt aber nicht, es ist schon da. Nur der Eintrag fehlt hier in der Menüanzeige. Und das kann man im Großen und Ganzen ganz leicht ändern. Wir gehen hier auf System, Einstellungen, Hauptmenü. System, Einstellungen, Hauptmenü. Klicken wir drauf. Und jetzt kommen wir praktisch in unser Verwaltungsfenster unserer verschiedenen Anzeigen. Wir gehen hier unter Menüs, Anwendungen auf Büro. Und jetzt sehen wir hier schon, ich mache das hier mal ein bisschen größer. Jetzt sehen wir hier Anzeigen, Haken und Eintrag. Wir haben hier Evolution E-Mail und Kalender. Wenn wir hier auf Anwendungen Büro schauen, das ist der erste Eintrag, der drin ist. Dann haben wir hier den Haken bei Präsentation, Tabellenkalender. Kalkulation, Textverarbeitung und Wörterbuch. Wenn wir hier mal schauen, das ist alles auch hier drin. Und hier haben wir unsere Formel. Wenn wir hier den Haken aktivieren, also noch deaktiviert, das ist jetzt, deswegen ist er auch kursiv und nicht hervorgehoben. Wenn wir jetzt hier den Haken aktivieren, ändert sich das Ganze. Und wenn wir jetzt hier mal in den Anwendungen reinschauen, Büro, dann steht hier Formel drin. Wenn wir draufklicken, dann öffnet sich auch Formel von OpenOffice. Und jetzt können wir hier ganz normal, wie auch unter Windows, mit dem Programm arbeiten. Also es ist nicht weg. Es ist natürlich da. Lediglich die Einstellungen sind anders. Wir werden uns das Hauptmenü hier nochmal genauer anschauen, aber nicht in dem Video, sondern in einem anderen Video. Ich hoffe, die Frage ist damit geklärt. Und sollten Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@discovideo.de oder in unser Forum, forum.discovideo.de. Oder über YouTube. Das war's. Gut.